Ja, hallo und willkommen im neuen Café von Blumenkopf. Ich bin der Geiger Sebastian und würde es in Zukunft auch machen. Heute ist die Eröffnung und es kommen ganz viele Leute gleich frühstücken und dann noch einen Kuchen essen und so weiter. Und das werden wir dann auch beibehalten. Aber es ist offen von Dienstag bis Samstag, am Samstagnachmittag. Und ja, es ist einfach ein wunderbarer Ort, wo man nicht nur Blumen aus der Region verkaufen können, sondern auch jetzt Essen und Kaffee und Kuchen von Leuten aus der Region, von Herstellern aus der Region beziehen können. Und es soll so einfach ein wunderbares Erlebnis sein, wenn man bei uns herkommt und den Garten genießen kann, frühstücken kann, Kuchen, Kaffee genießen, nette Gespräche haben. Ja, einfach ein schönes Miteinander sollte es da sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal zu uns kommt, ein Frühstück oder Kaffee und Kuchen genießen. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Ja, es wird einfach ein netter Ort sein, wo man vor allem auch darauf geschaut hat, dass wir Produkte aus der Region haben, dass wir von Herstellern aus der Region alles beziehen können, vor allem beim Frühstück, ja auch beim Kuchen kommt von Faker, vom Schokomus. Die anderen Lieferanten sind zum Beispiel Zennerei in Schneefis, Brot, Backkultur in Göfis und der Tee von Pura aus Frastanz. Es wird einfach ein Ort sein, wo jeder was davon hat. Also die Leute, die da essen, wir als Geschäftler haben es fein, wenn viele Leute da sind und können den Raum, was wir da haben, miteinander teilen. Und eben auch die Hersteller finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir die unterstützen. Wir schauen nur darauf, dass wir so wenig Verpackungen wie möglich haben, so wenig Fahrtwege wie möglich. Einfach, dass wir mit den Ressourcen, was wir da haben, ein bisschen sorgfältig umgehen. Und auch, dass nicht so viel weggeworfen wird. Und falls mal etwas weggeworfen wird, dann können wir es ja kompostieren und unsere Pflanze wieder geben.